herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin mal wieder auf dem Weg zum Thomas und wir fahren mit ein paar von den Young Guns zusammen einen neuen Trail. Ich kann euch leider nicht sagen, wo das Ganze ist, kennt das Spiel ja, aber ich bin sehr gespannt, da sind nämlich auch ein paar Sprünge drin und Sprünge nach den letzten Trail-Touren habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich bin super gespannt, Leute. Es ist mega früh und kalt, aber egal, let's go. Auf der allerersten Abfahrt hat der Thomas uns so ein kleines Guiding gegeben. Das heißt, wir sind erstmal, wie man es machen sollte, den Trail langsam runtergerollt, haben uns alles angeguckt. Thomas hat uns den ein oder anderen Tipp gegeben, da er am Vortag, glaube ich, schon ein paar Mal diesen Trail hier gerollt ist. Und der Thomas hat außerdem sein neues E-Bike am Start, das Conway EWME MX 2021. Also, ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, so nach den ganzen Überlegungen nach einem E-Bike hin und her, das ganze Ding mal später Probe zu fahren. Aber darüber später mehr im Video. Wenn man den Stepper fahren will, das ist die rechte Leine, dann muss man hier nach der Kurve Bremse auf dem Vollspeed runter, damit man da oben drüber kommt. Also dann darfst du nicht bremsen. Ne? Also direkt am Kurvenausgang meinst du? Ja, wenn man von da kommt, einfach Bremse auf die Kurve runter und dann da hoch. Links ist aber ein Chicken Way, ne? Ich fahre jetzt auch den Chicken Way, weil wir jetzt eh zu langsam werden für den Step-Up. Machen wir mal den Chicken Way. Ist aber eigentlich echt cool hier, ne? Ja. Ist nicht so schlecht, ey. Das wäre halt cool. Geil, die Senke geht so richtig so Achterbahn-Feeling. Ja, genau. Ja? Falls einer einen Schicken will fahren will, haben wir nicht frei gemacht. Der ist da über den Baumstamm drüber. Natürlich der Chicken Way nicht freigemacht, aber gar nicht schlimm. Es war einfach super cool, dass Thomas sich Zeit genommen hat, uns hier die besten Lines zu erklären und uns zu zeigen, wie wir am besten hier fahren sollen. Damit fühlt man sich einfach schon auf der ersten Abfahrt viel, viel sicherer, da man das Ganze mit anderen Augen betrachtet. Und so Linien zu lesen und Trails zu lesen, das ist tatsächlich etwas, damit habe ich mich zu wenig beschäftigt. Und eigentlich sollte man das Ganze viel, viel öfter machen. Shit, ey. Ich glaube, ich kann ihn machen eigentlich. Für die nächsten Abfahrten ging es dann tatsächlich schon direkt auf das neue Conway. Ich war sehr, sehr gespannt und ich habe auf jeden Fall an diesem Tag direkt im Vergleich die Unterschiede gespürt zwischen EMTB mit Gewicht und meinem Torque. Hier diese steilen Stücke, ist komplett anders. Wie fühlt sich das an? Und hier Sprung, das traue ich mir gar nicht zu. Oh.
das ist doch krass. Mit dem schwereren Fahrrad merkt man auf jeden Fall, dass man viel früher zum Beispiel bremsen muss. Oder dass man einfach satter auf dem Trail liegt. Oder, was mir besonders gut gefallen hat, war das satte Gefühl in der Luft. Das war wirklich etwas, was mir mega gut gefallen hat. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, diese Wendigkeit vom Torque, die ich bisher gar nicht so stark wahrgenommen hatte, die habe ich auf jeden Fall gespürt, nachdem ich umgestiegen bin zwischen den verschiedenen Bikes. Aber das Verrückteste am ganzen Tag war einfach, nachdem ich das Conway vom Thomas gefahren bin, habe ich mich auf einmal so sicher auf dem Trail gefühlt und einfach komplett anders gefühlt. Deswegen bin ich dann einfach nochmal hochgeradelt und dann eine letzte Abfahrt wollte ich noch mit meinem Talk machen, nachdem ich auf einmal so ein gutes Fahrgefühl hatte und mich einfach so krass sicher gefühlt habe. Ja, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin auf meinem Canyon Torque unterwegs, habe ein neues Cockpit von Rental. Kommt mir sehr entgegen, das Cockpit. Habt ihr ja auch in meinem neuen Gangster Paradise Video verpiss dich mit Apple, ich fahre bergab, sehr gut sehen können, das Cockpit, da war das ja schon drin. Jetzt bin ich hier auf dem Trail vom Thomas von Free and Ride und da sind so ein paar Sprünge drin und Step-Up sogar, ganz cool. Es kommen hier ein paar Wurzeln. Also mein Torque liegt hier wirklich super. Ein paar coole Anlieger kommen jetzt hier. Also wirklich netter Trail hier beim Thomas. Also ich habe inzwischen ein bisschen trainiert hier fürs Enduro-Fahren und komme auch hier diese Uphill-Passage relativ gut rauf. So, jetzt geht es wieder runter. Das ist ein richtig cooler Übungstrail. So. Am Anfang war ich etwas skeptisch, weil das hier sehr technisch wirkt, aber ich komme eigentlich jetzt so inzwischen hier relativ gut rum. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aktiviert die Glocke, abonniert mich. Bis zum nächsten Video. Euer Gast.